letzten Mal hat das länger gedauert, bis wir da hingekommen sind. Da liegt ein TM. Folterknecht. Der Superschall macht hier anscheinend wirklich 55 Punkte Fixschaden, was momentan für das aktuelle Level ganz schön overpowered ist. Noch eine TM. Die Imbasaat. Die kann jetzt aber nicht zufällig jemand lernen, oder? Nö, kann niemand lernen. Ey, heute haben wir es mit den TMs. Ich habe das Gefühl, ich gehe im Kreis. Sackgasse, yay. Und ein Tanzer. Komm. Dass die Viecher auch immer so viel aushalten müssen hier. Autsch. Da regeneriere ich lieber noch mal ein paar KP vorher. So geht's natürlich auch. Direkt auf der Treppe spawnen. Wir müssen, glaube ich, nur bis zur Ebene 9, wenn ich mich recht erinnere. Können wir hier nochmal nachschauen. Nee, Ebene 10 sogar. Ein paar Pilz müssen wir retten. Geld, 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 Treppe. Geld, Geld. Nochmal Geld, Treppe. So könnte es immer laufen. Oh, komm hier. Gummi, Apfel, Treppe. TM. Oh yeah. Genau diese TM habe ich gehofft, dass ich finde. So, dafür vergisst du mal die Lehmschelle. Jetzt kann er Eisstrahl. Das ist sehr, sehr schön. Hier noch eine Amrena-Beere. Na gut, er weckt zwar jetzt damit immer wieder schlafende Pokémon auf, aber was soll's, er hat dafür den Eisstrahl. Hey, ich habe schon wieder das Gefühl, ich laufe im Kreis. Ebene 9, eine noch, und da liegt schon wieder eine TM.
Schaufler. Die können wir doch mit der genutzten TM austauschen. Natürlich hebst du die jetzt auf. Naja. Was haben wir hier noch? Eine Silbeere. Moment mal. Jetzt aber. Muss man immer ewig viel rumtauschen, bis man das kriegt, was man will. So, jetzt hättest du noch Kapilz finden. Und ich habe es gefunden. So, dann haben wir das ja auch wieder geschafft. Ja, wir möchten den Dungeon verlassen. Ja, wir möchten wirklich gehen. So, 300 Poke und ein Schwarzgummi. Und wir haben 60 Retterpunkte dafür jetzt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Silberrang war. Ich glaube, der war bei 500 Punkten. Ein Traum. Ich habe wieder diesen Traum. Es ist schon eine Weile her. Du bist Gardevoir. Ja. Gardevoir. Es gibt so viel, dass ich dich fragen muss. Warum erscheinst du in meinen Träumen? Als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Denn dies ist nun meine Aufgabe. Gesandte der Geister? Ja, der Fluch Vulnonas traf mich anstelle meines Trainers und so wurde ich zu dieser Präsenz ohne körperliche Form. Dein Trainer? Du meinst der Mensch aus der Legende von Vulnona? Schrecklich, so grausam von seinem Trainer in Stich gelassen zu werden. Ja, mein Trainer war eine furchtbare Person, böse und hinterhältig. Er war keine nette Person in der Tat, aber ich hasse meinen Trainer nicht. Was? Du hast deinen Trainer nicht? Warum nicht? Nun, das frage ich mich auch. Ich verstehe es selbst nicht ganz. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Mein Trainer hatte viele Schwächen, doch er hatte auch gute Seiten. Und als es geschah, war ich verzweifelt. Als es geschah? Du meinst Vulnonas Fluch? Ja. Ich habe meinen Trainer vor Vulnonas Fluch geschützt, mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. Wir Gardevoir sind ebenso. Ich habe meinen Trainer gerettet. Das allein hat genügt, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für seinen Trainer riskieren? Bewundernswert, was Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte erwähnen, dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht. So lebe ich weiter und bin stolz auf die Rolle, die mir gegeben wurde. Rolle? Ja, alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Wir alle dienen einem höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe, so hast auch du dein Schicksal zu erfüllen. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Was? Was sagst du da? Ah, ein Erdbeben. Nein, warte, ich habe noch mehr Fragen. Am nächsten Morgen. Das war ein Erdbeben, oder nicht? Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Ich glaube, Gardevoir sprach zu mir. Sie sprach von etwas sehr Wichtigem. Ja, genau. Was sagte sie noch? Ui, Flashback von vor ein paar Sekunden. Der war ja total nötig. Gardevoir weiß es. Sie weiß, warum ich ein Pokémon wurde. Und sie sprach von einer Rolle. Was meinte sie damit? So. Huch, was ist denn? Ist irgendwas nicht in Ordnung?
Oh, ich verstehe. Das Erdbeben eben. Du machst dir genau darüber genauso viel Sorgen wie ich. Ich hätte es wissen müssen. Simsalas Team ist noch nicht zurückgekehrt. Das heißt, Groudon sei unheimlich stark und das bereitet mir etwas Sorgen. Aber auch Simsalas Team ist stark. Ihnen ist bestimmt nichts passiert. Wir haben uns abgesprochen und Simsala sollte sich mit seinem Team um Groudon kümmern. Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf ihre Rückkehr zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns als Retterteam unser Bestes geben. Die kommen ja doch noch vorher. Ich wusste es doch. Also, ich bin Isso und das ist wohin genau? Wohin genau? Wir haben eine Notiz am Infobrett von der Pilipa-Post hinterlassen. Wohin genau? Bitte seht doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Wohin genau? Bitte hilf uns. Wir müssen jetzt gehen. Wohin genau? Die beiden sind ulkig. Was war das? Was hat das zu bedeuten? Das kleine Pokémon. Sagte der kleine Junge nicht, der heiße Isso? Ich glaube, er will, dass wir uns das Infobrett an der Pilipa-Post ansehen. Vielleicht haben Isso und sein Freund ein Problem. Versuchen daher, über das Infobrett Hilfe zu bekommen. Da bleibt uns nur eins übrig. Gehen wir und sehen uns das Infobrett an der Pilipa-Post an. Ah ja, jetzt kommt das noch. Ich habe mich eh gefragt, ob das noch vor dem Ende der Hauptstory oder erst nachher kommt. Aber jetzt weiß ich es wieder. Es kam noch definitiv davor. So. Das ist diese Mission hier. Am Infobrand hing ein Rettungsjob, auf dem stand Bestrafe Menki. Habt ihr den Job dort ausgehängt? Jeppa, jeppa. Wohin genau? Eine fiese Menki-Bande läuft Amok in unserem Wald. Die sind total wild, wir haben alle Angst. Wohin genau? Wir wissen nicht, warum sie sich so aufführen, aber sie sind immer mies und drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Wohin genau? Oh nein, das ist ein Problem. Kilian, wir sollten gehen. Vielen Dank, wir zählen auf euch. Wohin genau? Der Ort, an dem die Menki-Bande ihr Unwesen treibt. Der Tumultwald steht jetzt für Erkundungen offen. So. Das Ganze ist jetzt auch wieder eine Hauptmission. Moment, hast du wieder Belebersamen? Ich habe keinen Platz für Items. Dann verkaufe ich halt erstmal wieder ein paar von den unnötigen TMs. Kugelsaat ist sogar 1500 wert, aber gut, kein Wunder dafür, wie stark diese Attacke in diesem Spiel ist. Schaufler ist auch so viel wert. Bin mir am Überlegen, ob ich den noch behalten soll. So, du hast zwei Belebersamen, die kaufe ich doch dann gleich mal beide. So, okay, das habe ich jetzt eh kurz verklickt. So, ab zu Kangama. Das Spezialband. Ups, nee. So, nicht so. So, dann müssen wir es machen. Den können wir wieder wegnehmen. Das restliche Geld geben wir zu Snobilikat. Dann, wen nehmen wir denn heute mit? Ach, heute darf der Fliegi mal wieder mit.
Einfach immer ein bisschen abwechseln. So, bevor ich jetzt hier in den nächsten Dungeon gehe, ich mache noch mal ganz kurz eine kleine Pause. Bin gleich wieder da. Geht gleich weiter. Und weiter geht's. So. Wir gehen jetzt in den Tumultwald. So. Neuer Dungeon, neue Pokémon. One-hitten kann ich die Viecher hier trotzdem. Und anscheinend machen sie auch nicht wirklich viel Schaden. Den nehmen wir noch mit. Tumultwald U2. Das Viech hält ganz schön. Oh nee, nicht Superschall. Da will ich gar nicht erst wieder angreifen. Fliegi, du musst das jetzt mal alleine regeln mit dem Viech. Aber solange ich verwirrt bin, mache ich lieber gar nichts. Schock drauf. Noch ein Flora-Gummi. Wenn ich nur mal wüsste, auf welcher Ebene die waren, weil es wäre insofern interessant, weil ich auf der vorletzten Ebene ein Item suchen muss. Nicht mehr verwirrt, das ist sehr schön. Da oben ist nix. Und hier ist eine Treppe. Wetter wolkig. War so, glaube ich, so ein Wetter, das ich überhaupt nicht mag. Da war, glaube ich, irgendwas von wegen schwächt Elektroattacken oder sowas. Jetzt bin ich schon Level 26 wäre. Verdammt viel aus. Ach, komm, verreck einfach. Da gibt's nix. Und hier ist die Treppe. Mal schneller gefunden hier. U5. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es auf U9 oder U10 die letzte Ebene ist. Ich werde mich auf jeden Fall ab der 8. Ebene mal ein bisschen genauer umsehen.
Oh, wow. Ich krieg davon weniger Schaden als Chrissy, obwohl ich die Bodenschwäche habe. Ist meine Verteidigung so viel besser? Moment, ich habe eine Verteidigung von 37. Und Chrissy hat 33. Okay, ja, das sind 4 Punkte Unterschied. Das macht in dem Spiel einiges aus.